Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und wir müssen noch einmal über Spider-Man Across the Spider-Verse sprechen, weil, meine Güte, ich liebe diesen Film. Der Film ist wirklich einfach toll. Obwohl wir jetzt ja gar nicht so richtig über Spider-Man Across the Spider-Verse sprechen wollen, sondern tatsächlich schon über den nächsten Teil, der da Beyond the Spider-Verse heißt, also noch hinter dem Spider-Verse, was ja auch schon spannende Auswirkungen haben könnte, über was wir hier jetzt gleich alles noch reden werden. Und dieser Film, auf den müssen wir gar nicht mehr so lange warten, weil der ist schon für März 2024 angekündigt worden. Also die werden das hier relativ back-to-back auch gemacht haben, damit er wirklich in schon einem Jahr, nicht mehr ganz einem Jahr, in die Kinos kommen kann. Über den, was uns da erwarten könnte, will ich jetzt an dieser Stelle sprechen. Dabei muss ich zwei Sachen sagen. Erstens, diese ganze Welt von Miles Morales und dem Spider-Verse ist so verrückt. Ich kann hier wirklich nur grobe Theorien aufwerfen und ihr dürft gerne auch sofort in die Kommentare schreiben, was ihr euch von diesem nächsten Teil erwartet, weil alles, was ich jetzt sage, können die wieder komplett umwerfen, weil die sind so verrückt, so kreativ und so vielseitig, da kann alles Mögliche kommen. Und zweitens, es wird natürlich jetzt dicke, fette Spoiler zu Across the Spider-Verse kommen. Also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann guckt dieses Video erstmal nicht. Guckt euch diesen Film an, guckt ihn euch wirklich an und genießt ihn für all seine verrückten Easter Eggs, für all das großartige Multiverse-Gedöns, was ihr da drin findet. Und kommt dann wieder hier zurück, weil diesen Film müsst ihr spoilerfrei genießen können. Deswegen nochmal, jetzt kommen dicke, fette, riesengroße Spoiler zu Across the Spider-Verse. Ihr seid hiermit vorgewarnt worden. There's nowhere to run. Sorry! Das Wichtigste vielleicht erstmal vorweg, den Abspann müsst ihr dieses Mal tatsächlich gar nicht abwarten, weil es gibt keine Post-Credit-Scenes, es gibt keine Mid-Credit-Scenes, da gibt's gar nichts, außer nochmal tolle Musik und eben den Abspann. Aber das muss auch gar nicht sein, weil das Ding ist, Across the Spider-Verse endet ja mit diesem dicken, fetten Fortsetzung folgt. Und damit ist auch klar, okay, wir haben nur die erste Hälfte von diesem großen Multiverse-Abenteuer gesehen, was ja denn tatsächlich auch mit sehr, sehr vielen offenen Enden hier aufhört. Und da hätten wir zum einen einen Miles Morales, der jetzt auf Erde 42 gelandet ist. Und das ja aus dem Grund, weil die Spinne, die ihn gebissen hat, von Erde 42 kommt und nicht von Erde 1610, woher ein Miles Morales ja abstammt. Und dadurch, dass ihn diese komische Nachhause-Schickmaschine dann so abgescannt hat, hat die gesagt, okay, da ist sehr, sehr viel DNA von Erde 42 drin, also schicke ich den dahin. Erde 42 ist ja eigentlich auch die ursprüngliche Erde, auf der es einen neuen Spider-Man geben sollte. Das ist ja der Punkt, warum Miles Morales jetzt hier wirklich diese große Anomalie im Multiverse ist, weil er nie Spider-Man hätte werden sollen. Peter Parker hätte das weiterhin bei ihm auf seiner Erde 1610 bleiben sollen und Miles Morales hätte einfach sein ganz normales Leben gelebt. Dadurch, dass ein Spot damals als Wissenschaftler halt diese Spinne von Erde 42 rübergezogen hat, hat er ja hier wirklich diese ganzen Events überhaupt erst losgetreten und dadurch hat Erde 42 halt auch überhaupt keinen Spider-Man. Was die stattdessen haben, sind jede Menge Schurken. Und hier wird's jetzt halt wirklich spannend, weil wir erleben, okay, Aaron Davis, der Onkel von Miles Morales, ist noch am Leben. Dafür ist sein Vater Jeff Morales gestorben und Miles selbst, also der Miles von Erde 42, ist zur dunklen Seite der Macht übergewandert und zum Schurken Prowler geworden. Und das ist hier wirklich sehr, sehr cool auch am Ende gemacht, weil Miles gegen Miles steht. Und da haben wir einfach wieder dieses herrliche Spiel mit den unterschiedlichen Multiverse-Varianten, was Across the Spider-Verse und ja auch schon Into the Spider-Verse so unglaublich gut gemacht hat. Das ist Ende Nummer 1. Dann haben wir Ende Nummer 2 so ein bisschen mit der Tatsache, dass ein Miguel O'Hara ja jetzt immer noch versucht, Miles Morales aufzuhalten. Und er ist jetzt hier mit Spider-Woman und Ben Reilly, also Scarlet Spider, unterwegs und versucht, ihn zu finden. Und das Spannende hier ist, Spider-Woman weiß schon, was hier Sache ist, weil sie ja eben auch eine Gwen Stacy verfolgt hat und hier mitbekommen hat, dass Gwen Stacy jetzt weiß, okay, Miles Morales ist in einem falschen
Cinematischen Universum. Das heißt, hier wird sich auch die Rolle von einer Spider-Woman im nächsten Teil nochmal ganz, ganz anders entfalten können, je nachdem, wie sie sich entscheidet. Entscheidet sie sich für einen Miles? Entscheidet sie sich für eine Gwen? Oder ist sie dann doch eher auf der Seite von Miguel O'Hara? Und dann haben wir natürlich noch Spider-Gwen selbst, die jetzt hier ein komplett neues Team zusammengestellt hat, um Miles Morales zu helfen. Und ihr Team ist natürlich auch sehr cool. Wir haben da zum einen Spider-Punk, mit dem sie ja eh schon ganz gut klargekommen ist. Dann haben wir noch Spider-Bite, ein Spinnen-Avatar-Mädchen, die eigentlich in ihrer Welt nur mit einer VR-Brille hockt und in diesem Universum halt mit ihrem Avatar als Spider-Bite unterwegs ist. Dann haben wir natürlich noch den Spider-Man aus dem indischen Universum, den ich absolut großartig fand. Peter B. Parker ist auch mit dabei. Und jetzt kommt's halt, wir haben noch die ganzen anderen Spider-Versionen aus dem ersten Teil mit dabei. Hey, fellas. Eine Gwen Stacy baut sich jetzt hier auch eine kleine Armee auf. Damit hat sie immer noch nicht so viele Leute wie ein Miguel O'Hara, aber sie hat jetzt hier auf jeden Fall ein fähiges Team, mit dem sie gut arbeiten kann, um Miles hier irgendwie noch das Leben zu retten. Look at me. Und das bringt mich jetzt so ein bisschen zu den drei Punkten, über die man jetzt hier auf jeden Fall noch sprechen kann, wenn man sich diese drei offenen Enden hier anschaut. Und als allererstes müssen wir tatsächlich nochmal auf Erde 42 zurückgehen. Und hier gibt es ja einen wichtigen Punkt. Nicht nur, dass Miles Morales selbst hier auf dieser Erde zum Prowler geworden ist. Nein, ganz kurz hört man ja im Hintergrund im Fernsehen auch eine Berichterstattung über die Sinister Six. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, bitte, 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 gebt uns in Beyond the Spider-Verse eine Multiverse-Variante von den Sinister Six. Also, wie großartig wäre das denn bitte, wenn auf Erde 42, dadurch, dass es kein Spider-Man gegeben hat, das ganze Böse hier zusammengerauft hat und ganz New York eigentlich unter sich aufgeteilt hat. Und hier könnte man jetzt wirklich die einzelnen Superschurken gut aufbauen. Theoretisch wäre es ja sogar möglich zu sagen, okay, Miles Morales hat die Sinister Six hier gegründet. Er ist das Oberhaupt der Sinister Six, arbeitet mit einem Wilson Fisk zusammen, arbeitet mit dem Vulture zusammen, mit dem Goblin und wem nicht noch alles. Das wäre richtig spannend, weil dann hätten wir hier auch wieder einen spannenden Teilaspekt, wie ein Miles gegen sich selbst und eben die Sinister Six kämpfen muss. Und das Thema Sinister Six ist ja bei uns Spidey-Fans so ein bisschen ein heikles Thema, weil schon sehr, sehr lange wird uns hier versprochen, ja, es wird irgendwann mal einen Sinister Six-Film geben. Auch im Sony-Spider-Man-Universum soll sowas irgendwann mal kommen. Wurde vor Ewigkeiten angekündigt. Man weiß nicht so wirklich, wie da gerade der aktuelle Stand ist. Angeblich soll Drew Goddard immer noch das Drehbuch schreiben und auch die Regie führen. Und dafür gab es jetzt auch noch keine offizielle Absage. Das heißt, irgendwo schwirrt es da auch noch im Multiverse von Sony mit herum. Und wenn man jetzt tatsächlich Beyond the Spider-Verse dafür ausnutzt, uns ein Sinister Six-Team vorzustellen, kann man das ja wahnsinnig gut erweitern, weil wir eben in diesem Multiverse sind. Wenn wir jetzt hier ein Team von Schurken haben, die von einer anderen Variante eines Miles Morales erfahren, könnten die natürlich auch sich denken, okay, wow, es gibt also die Möglichkeit, von unserem Universum auch in andere Universen zu gehen und da können wir vielleicht noch viel mehr Chaos anrichten, weil die auf uns gar nicht vorbereitet sind. Und so könnte hier ein Miles Morales letztendlich auch wieder dafür sorgen, dass die Sinister Six zu einer großen Bedrohung werden. Und hier kann man dann einfach auch sehr schön damit spielen und sagen, ja, okay, die klauen sich auf irgendeine Art und Weise diese Technologie, finden Mittel und Wege aus ihrer eigenen Realität zu entkommen und landen dann halt auf einmal in der Sony-Realwelt. Und darüber werden wir auch gleich noch sprechen, wie die Verbindung zwischen Animation und Realwelt hier tatsächlich gut funktionieren könnte. Aber die Sinister Six wären da tatsächlich ein guter Anhaltspunkt. Und da könnte man dann auch Michael Keaton als Vulture und Jared Leto als Morbius wieder herholen, was ja schon so ein bisschen die Post-Credit-Scene von Morbius an sich gewesen ist. So das Einzige, woran wir uns bei Morbius noch erinnern. Aber das könnte man dann tatsächlich weiterführen. Ich meine, Scorpion ist ja auch irgendwo noch da seit Homecoming. Dann hätten wir jetzt theoretisch demnächst auch bald noch Kraven the Hunter. Der könnte da auch gut reinpassen. Und dann pickt man sich hier und da noch irgendwo wen raus. Ich
hoffe ja immer noch darauf, dass wir Wilson Fisk auch mal im Kampf gegen einen Spider-Man sehen. Dann hätten wir schon 5, dann fehlt nur noch einer. Und dann könnte man auch Mysterio oder sonst wen irgendwie wieder zurückbringen. Und hätte hier halt auch eine gute Möglichkeit, die Sinister Six umzusetzen. Und Beyond the Spider-Verse könnte dafür so ein bisschen die Grundlage geben und uns schon mal zeigen, ja, das kann funktionieren. Weil diese beiden Filme, Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse, haben schon gezeigt, dass es funktionieren kann, wenn man mehrere Figuren, mehrere Charaktere in einen Film packt. Und es wirkt halt nicht überladen. Und das könnte man mit den Sinister Six auch wahnsinnig gut machen. Damit hätte Miles auf jeden Fall auf Erde 42 eine ganze Menge zu tun. Und das Spannende hierbei ist ja auch, Erde 42 gibt es in den Comics nicht. Also wir haben zigtausend Erden, die Liste ist lang und noch länger, aber ausgerechnet Erde 42 ist offensichtlich was, was man sich jetzt nur für dieses Sony Spider-Verse ausgedacht hat. Vielleicht ist das Ganze auch so ein kleiner Verweis auf Per Anhalter durch die Galaxis und die Frage nach dem Sinn des Lebens, der ja da ist, 42. Und das wahrscheinlich nur so ein kleines Easter Egg dahingehend, aber hier kann man wirklich komplett freidrehen und da was richtig, richtig Tolles draus machen. Aber das ist ja nicht die einzige Aufgabe, die einem Miles Morales hat, weil er muss ja auch auf Erde 1610 wieder zurückkommen, um seinem Vater das Leben zu retten. Weil das ist ja so dieses große Kanon-Event, was vorhergesagt wurde. Sobald sein Vater zum Captain wird, muss auch der irgendwie sterben und ein Miles Morales wird nichts dagegen tun können. Das ist ja auch der große Konflikt, den er zusätzlich noch mit einem Miguel O'Hara hatte, weil der gesagt hat, du kannst es nicht verhindern, du darfst es nicht verhindern. Das ist ein weiteres Kanon-Event. Das muss sein, damit das Multiverse, das Spider-Verse so funktionieren kann. Und Miles Morales wird natürlich einen Teufel tun, seinen Vater sterben zu lassen, nachdem schon sein Onkel sterben musste. Also muss er das hier auch verhindern. Und da kommt natürlich auch wieder Spot ins Spiel. Der ist jetzt in Across the Spider-Verse ja noch gar nicht so krass zutage getreten. Außer, dass wir gesehen haben, er geht in jedes einzelne Universum, geht da zu Alchemax, packt sich in diesen Collider und gibt sich noch mehr Macht. Und in dieser Vision, die Miles Morales ja auch gesehen hat, haben wir erkannt, okay, ein Spot wird am Ende hier irgendwie auch Erde 1610 vielleicht komplett vernichten können. Und das muss man hier natürlich verhindern. Und da sind wir halt auch bei dem Punkt, dass Spot in Beyond the Spider-Verse wesentlich wichtiger noch werden wird, als es jetzt bislang gewesen ist. Weil hier kommt dann auch dieser Titel ins Spiel, Beyond the Spider-Verse, also hinter dem Spider-Verse. Das kann halt wirklich bedeuten, dass Spot irgendwann so mächtig wird, dass er gefühlt für kurze Zeit oder wie auch immer alles auflösen wird. Und dann sind wir halt wirklich hinter dem, was dieses Spider-Verse eigentlich ist. Und da muss man sich dann natürlich auch fragen, okay, wie kann man das irgendwie wieder gerade rücken? Und auch hier ist es wieder spannend, mal so ein bisschen dahingehend zu schauen, was Sony noch so rausbringt. Weil Beyond the Spider-Verse soll im März kommen. Vorher kommt aber noch der Madame Web Live-Action-Film mit Dakota Johnson in der Hauptrolle. Und Madame Web ist ja auch stark verbunden mit diesem ganzen Web of Life and Destiny. Und das heißt, hier könnte man dann theoretisch auch eine wirklich starke Verbindung zwischen den Live-Action-Filmen und den Animationsfilmen machen, um hier wirklich nochmal mehr zu zeigen, das gehört alles zusammen. Und vielleicht spielt dann auch eine Madame Web irgendwie eine Rolle in Beyond the Spider-Verse. Vielleicht ist es auch komplett Banane, was ich hier gerade erzähle, weil wenn die das Back-to-Back gemacht haben, müssten die das ja alles vorher schon auch irgendwie gewusst haben, dass auch dieser Madame Web-Film kommt. Das heißt, der ganze Madame Web-Film müsste auch irgendwie auf Beyond the Spider-Verse aufgebaut sein und ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss man da dann doch irgendwie so ein bisschen unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz könnte die Figur von Madame Web auch in Beyond the Spider-Verse auftauchen und Miles Morales irgendwie zur Seite stehen und sagen, okay, das Multiverse scheint zwar gerade irgendwie verloren, aber du kannst es so und so auf diese Art und Weise noch retten. Focus. I require your help. Und damit sind wir beim nächsten wirklich wichtigen und spannenden Punkt, nämlich eben der Verbindung zwischen Animation und Live-Action. Weil ich habe ja jetzt schon kurz darüber gesprochen, dass man das halt auch mit Morbius und dem Vulture aus Homecoming irgendwie verbinden könnte. Gleichzeitig wäre Madame Web da auch ein guter Ansatzpunkt. Und Beyond the Spider-Verse
zeigt uns ja auch schon sehr, sehr gut, wie man hier Live-Action mit Animation verbindet. Weil wir sehen, die gute Mrs. Chen, die Ladenbesitzerin aus den beiden Venom-Filmen, die hier auf einmal eine kurze Begegnung mit Spot hat, bevor der dann wieder abhaut. Gleichzeitig bekommt Miles Morales auch noch eine ganz, ganz andere Version vom Prowler zu Gesicht. Hier dann tatsächlich gespielt vom echten Donald Glover, der ja Aaron Davis schon in Homecoming gespielt hat, womit ja da auch schon der Teaser da war. Okay, es gibt im MCU-Spider-Man-Universum irgendwo auch einen Miles Morales. But I got a nephew who live here. Das heißt, sie gehen ja auch schon dahin und akzeptieren dieses ganze Live-Action-Universum. Wir sehen ja auch Ausschnitte von Andrew Garfield und von Tobey Maguire. Das heißt, irgendwo, irgendwie kann es auch noch zu einem Treffen zwischen dem animierten Miles Morales und unserem Tom Holland als Peter Parker geben. Und wie cool wäre das bitte, wenn das so ein bisschen auch als dieses Beyond the Spider-Verse gilt, nämlich Erde 1610 wird irgendwie vernichtet durch Spot und Miles Morales landet in unserem MCU, trifft auf einen Tom Holland Peter Parker und muss mit dem irgendwie versuchen, wieder einen Weg zurückzufinden. Das könnte theoretisch der ganze Film sein, das könnte auch nur eine kurze Sequenz sein, was dann so ein bisschen so aussehen könnte wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit, wo halt ein Tom Holland mit einem animierten Charakter hier zusammenarbeiten muss. Ich würde es total feiern und die Möglichkeiten sind ja einfach da, gerade auch wenn wir nochmal an die Sinister Six denken, mit denen man ja sowas Ähnliches auch machen könnte, um einfach zu sagen, ja, sie haben hier in Beyond the Spider-Verse vielleicht ihren Ursprung, gehen dann aber rüber in das Sony Live-Action-Spinnen-Universum und man kann so viel damit machen. Und Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse haben ja auch gezeigt, die Macher hinter diesen beiden Filmen sagen sich, okay, für uns gibt es keine Grenzen. Wir probieren alles aus, wir testen alles aus. Dann muss unbedingt irgendwie auch Spider-Man, Tom Holland da auftauchen, weil das kann man dann auch benutzen als Sprungbrett dann für Spider-Man 4, der ja auch noch irgendwie kommen soll. Und es ist so viel möglich, es ist fast nichts unmöglich und von daher bin ich jetzt hier am Ende und frage tatsächlich wie immer euch so, also erstens, wenn ihr Across the Spider-Verse schon gesehen habt, wie hat er euch gefallen und zweitens, was erwartet ihr von Beyond the Spider-Verse, was wollt ihr da unbedingt sehen, welche verrückten Ideen hatte ich jetzt noch gar nicht, schreibt mir all das in die Kommentare und für mehr zu Spider-Man, Miles Morales und dem Spider-Verse, klickt einfach auf eins von diesen Videos.